stehst dann blöd rum. Jetzt bringen wir was zum Trinken. 2 Punkte in Flensburg. Lol. Das ist ja unglaublich hier. Nee, wahrscheinlich 3. 3 Punkte, 3 Punkte, die kriegen 3... Ihnen, 3 Schwänze in den Arsch rein. Wer hätte sich mal, wenn die Polizei ihn anguckt, wer... Verhalten und... Komm, halt die Fresse, das war erlaubt. Da müsste da ein Schild, dann wäre das durchgestrichen gewesen. War das durchgestrichen? Was durchgestrichen? Ja, man konnte nur nach links fahren. Da war ein Pfeil nur nach links. Alles doch immer vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts. Was? Da darf man auch links fahren? Bist du behindert? Ja, was? Dann darfst du nicht nach links fahren. Auf die Brücke, auf die Schnellstraße. Du darfst immer nur rechts abbiegen. Nein! Wann das? Das war vielleicht vor 20 Jahren. Nein, das ist verboten. Bist du behindert? Halt doch mal die Fresse. Wenn du vom Fliegerplatz runterfährst. Wo Viktoriastraße ist. Ja. Dann darfst du links mitfahren? Klar! Ja, in der Brücke darfst du fahren. Aber nicht auf die Schnellstraße darfst du nicht drauf. Was für Schnellstraße? Da hängt so ein... Ja, da darf man 70 fahren. Ja, da meine ich doch gar nicht. Ich meine unten, wenn man die Brücke runterfährt rechts. Darf man fahren? Ja, also. Aber was willst du denn? Ja, da darf man nicht links fahren. Da meine ich doch auch gar nicht. Da ist ja auch nicht gesperrt, du Trottel. Wie bist du dann zurückgefahren? Oh mein Gott. Wie zurückgefahren? Ich bin nicht zurückgefahren. Ich hab da gedreht und bin dann hochgefahren. Boah, komm. Mach mal lieber deine Arbeit, ey. Boah, 2 Partyjobs. Oh mein Gott. Zu viel Polizei ist nicht gut, ey. Den. Ja, ja. Was? Blaue Idioten. Blau, die waren doch früher grün. Die sind aber jetzt blau. Endlich besoffen. Boah, 4 Leute rot sind, also guck mal, wie HP runtergeht. Jetzt mal geguckt, wenn bei uns dunkel ist, dass das... Ja, ja, jetzt hat die Fresse. Hast du? Gib doch was zum Trinken. Ey, pass auf, was du machst. Du warst doch im Lidl. Warum hast du dir dann nichts gekauft? Wie ein Trottel, ey. Heute ist Sonntag, du Obdachlose. Einkaufen. Ich hab gesagt, ich fahr zum Lidl, nicht in Lidl einkaufen.